Schiebt mal hier eine Demo rein. Alone in the Dark Prolog. Das Full Game kommt auch irgendwo. Also ich werde es hier irgendwo einblenden, wenn ein Erscheinungsdatum schon feststeht oder so. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Ich habe 2, 3 verschiedene Demos mir runtergeladen, die ich gerne spielen wollte. Und ich weiß, bei mindestens ein ist das Erscheindatum dabei. Und ja. Gucken wir mal. Spielbeginn. Es waren fast 20 GB, die ich runtergeladen habe. Ich will nicht wissen, wie das Full Game ist. Aber mal gucken. Mal gucken, was mich jetzt erwartet. Relativ langer Ladebildschirm erwartet mich. Ist auch okay. Naja, ging eigentlich noch. Ruckel, ruckel. Die Musik. So, ganz kurz. So, gucken wir mal ganz kurz. Das mit der Kamera ist irgendwie. Warte mal. Okay. Also man kann nicht viel einstellen, aber das ist voll das schöne Zimmer, aber auch irgendwie vor die gruseligen Puppen. Ich mag die Musik wirklich. Ich habe die aber relativ leise gestellt. Ich will mal ganz kurz. Ich hab's auch gleich, ne? Tut mir leid. Schaukelpferd hatte ich damals nie. Ich bin neidisch. Nein, bin ich nicht. Ja, Witzbold. Okay. Ich finde, das sieht eigentlich voll schön aus. Ich habe jetzt alles ein bisschen runter. Ich weiß nicht, wie es in Cutscenes oder sowas ist, ne? Aber jetzt im Moment ist es eigentlich relativ ruckelfrei. Not my best work, if I'm being honest. Ach komm. Ach komm. I can't wait to paint this. Gonna give it a big mustache. Die ist irgendwie voll süß. Ich will nichts Falsches sagen, Amazing Stories. Ich will nichts Falsches sagen, aber kann es sein, also Alone, da gibt es das Spiel schon irgendwo. Oh, wir können es im Spiegel sehen. Gibt es das Spiel nicht irgendwie schon? Das ist irgendwie ein Remake, das ist ein zweiter Teil. Ich kenne mich damit jetzt gerade nicht aus. Ich habe gerade keine Ahnung. Mir sagt der Name irgendwie was, Alone in the Dark, also ich weiß nicht, ob es einfach schon zu lange angekündigt wurde und es mir daher was sagt, ne, oder ob es eigentlich schon gibt. Ich weiß es nicht. Wir haben eine Krähe. Oder Rabe. Ja, ja, ist okay. Okay. Look at this mess. Ja, ne. Ja, okay. Das war aber auch irgendwie klar.
finde ich. Kakerlaken. Das Klo ist zu. Man merkt, hier wohnt eine Dame. Die machen immer diese Toilette. Da würde ich aber. Da würde ich. Okay. Da würde ich nicht drin baden wollen. Ich bin ehrlich. Already wash my hands today. Okay. Oh goodness, you scared me. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Jeremy? Where'd he go? I'll just post it myself then. Ganz kurz was gucken. Ich will... Oh. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Oh, ist okay, ist okay. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe keine Hardcore-Grafik oder sonstiges, also Hardcore-Grafik, oh, ich bin so blöd, ne? Mein PC ist jetzt nicht so ein neues und sonstiges, ne? Schon auch einiges alt und dementsprechend auch die Hardware, die da drin verbaut ist, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das sieht eigentlich schon richtig gut aus, das Spiel. Auch wenn ich jetzt einiges runtergestellt habe, ne? Also... How are there so many books in this house and still nothing I want to read? Okay. Wen gehört der? I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. Okay, okay. Uh-oh, Cassandra, I'm touching your typewriter. Mir sagen die Namen gar nichts. Also wie gesagt, ich... Alone in the Dark, also der Name kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht, ob es so ähnlich mit einem anderen Spiel ist. Ich weiß nicht, ob es schon... Wir haben Lobby-Schlüssel. Ich weiß nicht, ob es schon irgendwie einen Teil davon gibt oder ob das jetzt hier gerade ein Remake ist von irgendetwas. Ich kann es jetzt... Sag, was ist das denn? Ach, das ist der Boden wahrscheinlich, ja? Also ich kann es dir nicht sagen... So. Das ist unser Zimmer. Wir müssen wahrscheinlich hier hin. Okay. They're so creepy. Oh, bin ich aber... Oh, jetzt ruckelt's. Jetzt ruckelt's. Bin ich hart deiner Meinung? Ich bleibe aber immer noch dabei. Dass es trotzdem gut aussieht. So. Augenschlüssel. Hart gruselig. Oh. Ja, ich habe keinen Schlüssel.
so, ich dachte, der Weg wird versperrt. Ja, ist die... Wow, wie schön. Kleine. Ja. Okay. Ich mag die Kleine wirklich. Komm, du schaffst es. Boah, ist sie mutig. Ah! Hey. Mr. Waits, hello? Okay. Oh! Ups, ja. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. The house looked different, but it was still called Dorsetto. Definitely a weird place. Feels like I've been here before, I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Das war's? Oh. Okay. War ja mal eine kurze Demo. Das war ja mal eine kurze Demo dafür, dass ich fast 20 GB runtergeladen habe. Aber hey, wie soll es auch sein? Ist auch okay. Ja, ich fand es jetzt eigentlich ganz süß. Ich fand die Kleine ganz süß. Und ich fand das auch ganz schön aus. Ja klar, es tut mir leid, dass es immer wieder ein bisschen geruckelt hat, ne? Aber es ist halt so. ja, also eventuell, ich weiß es ja nicht, ne? Eventuell werde ich das spielen. Sah jetzt eigentlich ganz cool aus. So, das ist zumindest das, was man gesehen hat. Und ja, ich werde es gleich zu meiner Wunschliste hinzufügen. Und auch wenn es ein kurzes Video war, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend, Mittag, Nachmittag, whatever. Und pass auf dich auf und bleib gesund. Tschüss.